Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem X, Krix am Start und heute habe ich ein neues Video für euch mitgebracht. Und zwar zeige ich euch heute einen übertrieben geilen Money Glitch. Dieser Money Glitch funktioniert auf dem PC, auf der Xbox One und auch auf der PS4. Am PC müsst ihr jetzt folgende Sachen beachten. Und zwar dieses Motorrad, was ihr am Ende verkaufen wollt, darf am PC nicht mehr als 150.000 GTA-Dollar betragen. Ich zeige euch gleich aber auf jeden Fall noch, was für ein Motorrad ihr am PC benutzen sollt. Auf der PS4 und auf der Xbox One könnt ihr ein beliebiges Motorrad benutzen, denn dort klappt es mit allen. Diesen Glitch habe ich auf jeden Fall bei Zeddy gesehen. Zeddy ist auf jeden Fall ein richtig guter GTA-YouTuber. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und haut dem auf jeden Fall die 15.000 Abonnenten heute noch voll. Der wird sich bestimmt drüber freuen. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon genug gelabert und fangen direkt mit dem Glitch an. Als erstes braucht ihr ein volles Clubhaus. Ich würde euch empfehlen, 10 Fagios da reinzustellen. Und an 10. Stelle muss das Motorrad stehen, was ihr am Ende duplizieren wollt. Und hier am PC habe ich, wie gesagt, die Sanchez benutzt. Auf der PS4 und auf der Xbox One könnt ihr auch eines der neuen Motorräder benutzen. So, und wenn ihr das jetzt sichergestellt habt, das heißt, ihr habt ein volles Clubhaus mit Motorrädern und an 10. Stelle steht das Motorrad, was ihr duplizieren möchtet. Und jetzt muss euch auf jeden Fall ein Freund helfen. Das heißt, ihr lauft einfach zu dem blauen Kreis in eurem Clubhaus. Euer Freund muss sich zwischen dem 10. und zwischen dem 9. Platz befinden. Dann wählt ihr einfach das Motorrad aus, was an der 10. Stelle stand und das switcht ihr jetzt ganze Zeit mit dem Motorrad, was auf der 9. Stelle steht. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr zweimal das Motorrad habt, was ihr duplizieren möchtet. Habt ihr das Motorrad, was ihr jetzt duplizieren möchtet, erfolgreich dupliziert, das heißt, es steht zweimal in eurer Garage, könnt ihr den blauen Kreis verlassen. Dann begibt ihr euch zu dem Motorrad, welches an erster Stelle steht. Jetzt kommt auf jeden Fall ein schwieriger Part. Seid ihr jetzt neben dem Motorrad, müsst ihr ganze Zeit das rechte D-Pad spammen und währenddessen sich auf das Motorrad draufsetzen. Jetzt wartet ihr ungefähr, bis euer Charakter den rechten Gashebel betätigt habt. Dann hört ihr direkt auf, mit dem rechten D-Pad zu spammen und steigt vom Motorrad ab. Habt ihr das jetzt gemacht, öffnet ihr euer Handy und geht auf Southern San Andreas Super Autos. Dort wählt ihr euch den billigsten Fagio aus und dann wählt ihr eine Farbe aus und drückt erstmal auf Kaufen. Anschließend müsst ihr das Clubhaus auswählen, wo ihr euch gerade befindet und dann geht ihr mit der Maus über den ersten Fagio. Jetzt steigt ihr auf euren Fagio drauf und dann drückt ihr zweimal die Starttaste, damit ihr ins Pausemenü kommt. Jetzt sollte euer Charakter in die Tuning-Werkstatt fahren und währenddessen müsst ihr den ersten Fagio ersetzen. Hat jetzt alles geklappt, müsstet ihr in der Tuning-Werkstatt ohne Motorrad spawnen, dann lauft ihr so schnell wie es geht zum 10. Stellplatz und steigt auf das Motorrad drauf. Jetzt müsstet ihr mit dem 10. Motorrad in die Tuning-Werkstatt reinfahren. Nun müsst ihr jetzt eine Sache am Motorrad ändern. Hier würde ich euch die Scheinwerfer empfehlen, denn diese sind am kostengünstigsten. Jetzt könnt ihr die Tuning-Werkstatt verlassen und ihr solltet jetzt bemerken, dass auf dem 9. und auf dem 10. Stellplatz euer Motorrad steht, was ihr duplizieren möchtet. Um das Ganze jetzt nochmal abzuchecken, bin ich nochmal in diesen blauen Kreis gegangen und ihr seht, dort auf dem 9. und auf dem 10. Platz steht die Sanchez. Habt ihr das dann gemacht, müsstet ihr jetzt euren Fagio, der auf dem 1. Platz stand, verloren haben. Jetzt geht ihr einfach ganz normal ins Internet und bestellt euch einen neuen. Das müsst ihr jetzt machen, um weiter zu glitchen, denn wenn das Clubhaus nicht voll ist, wird es nicht funktionieren, weiter zu glitchen. Wenn jetzt euer Clubhaus voll ist, müsst ihr jetzt wieder zum blauen Kreis laufen. Im blauen Kreis angekommen, müsst ihr jetzt das 9. Motorrad auswählen und tauscht es mit dem 8. Motorrad, so dass ihr wieder an der 10. Stelle euer Motorrad habt, was ihr duplizieren wollt und an der 9. Stelle ein Fagio. Nun fängt das ganze Spiel von neu an. Euer Kumpel stellt sich einfach zwischen Platz 9 und 10 und ihr switcht einfach die ganze Zeit die beiden Motorräder miteinander, bis ihr wieder ein Duplikat in eurem Clubhaus habt. Hat das Ganze jetzt wieder geklappt, könnt ihr jetzt euren blauen Kreis verlassen und lauft wieder zu dem Motorrad, welches an erster Stelle steht. Dort angekommen, müsst ihr jetzt wieder das rechte D-Pad spammen und währenddessen sich auf das Motorrad draufsetzen. Wenn jetzt euer Charakter mit dem rechten Arm den Gashahn bewegt, müsst ihr aufhören zu spammen und dann vom Motorrad absteigen. Dann müsst ihr jetzt wieder euer Handy öffnen, dort geht ihr dann wieder auf Southern San Andreas Super Auto und sucht euch den Fagio aus. Hier wählt ihr euch erneut eine Farbe aus, drückt auf Kaufen und wählt euch das Clubhaus aus, in dem ihr euch gerade befindet. Dann geht ihr mit der Maus wieder über den ersten Stellplatz, setzt euch auf euren Fagio drauf und drückt zweimal die Starttaste und dann spammt ihr X, um das Motorrad zu ersetzen. Jetzt solltet ihr wieder in der Tuning-Werkstatt ohne Motorrad sein, dann lauft ihr wieder zu dem Motorrad, welches an der 10. Stelle steht. Und jetzt solltet ihr mit dem Motorrad in die Tuning-Werkstatt gelangen. Nun müsst ihr jetzt wieder eine Sache am Motorrad ändern. Ändert ihr die Hupe, die Scheinwerfer oder sonst was, irgendwie
irgendwas, was billig kostet, und dann könnt ihr die Tuning-Werkstatt erneut verlassen. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall die Werkstatt verlassen und dann, wenn ihr es jetzt nochmal abchecken wollt, müsst ihr in den blauen Kreis laufen und dann könnt ihr abchecken, ob ihr alles richtig gemacht habt. Hier könnt ihr jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich dreimal die Sanchez in meinem Clubhaus habe. Wie gesagt, auf der PS4 oder auf der Xbox One könnt ihr auch ein anderes Motorrad benutzen. Ein Haken gibt es auf jeden Fall noch bei der ganzen Sache, und zwar kann man das 10. Motorrad nicht verkaufen und auch nicht damit rausfahren. Das heißt, ihr könnt aber die anderen 9 Motorräder ganz normal verkaufen, und dieser ganze Glitch hat auf jeden Fall auch einen Bypass. Das heißt, ihr müsst keine 45 Minuten warten, um eure Motorräder zu verkaufen. Ich verschnelle euch hier mal das Video, damit ihr auch sehen könnt, dass ich wirklich beide Motorräder verkaufen konnte. Wie schon erwähnt, das Motorrad, was an der 10. Stelle steht, kann man am PC leider nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wie es auf der PS4 oder auf der Xbox One ist. Vielleicht kann man es dort ja verkaufen, aber am PC kann man das 10. Motorrad auf jeden Fall nicht verkaufen. Aber das tut ja nichts zur Sache, denn man kann ja die anderen Motorräder trotzdem verkaufen. Und ich wollte auf jeden Fall noch eine Sache loswerden, bevor ich das Video beende. Und zwar braucht ihr am PC einen Controller, um den ganzen Glitch durchzuführen. Ohne Controller wird das Ganze nicht funktionieren. Und das war's dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Money Glitch. Vergesst auf jeden Fall nicht, Zeddy zu abonnieren. Link dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns ja mal ein Like da lassen. Außerdem, wenn ihr oben rechts auf unser Profilbild drückt, könnt ihr uns abonnieren. Unten links und unten rechts findet ihr unsere vorherigen Videos. Die Social Media Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.